Hallo meine lieben Foodlover! Heute habe ich ein Rezept für dieses super leckere Low Carb und Keto Knoblauchbrot für euch. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann drückt doch gerne die Glocke. Ich zeige euch zunächst, wie ihr den Teig zubereitet und anschließend kümmern wir uns um den Knoblauchaufstrich. Für den Teig benötigt ihr folgende Zutaten: 35 Gramm gemahlene Mandeln, 125 Gramm Mozzarella, ein Ei der Größe N, einen halben gestrichenen Teelöffel Natron, Salz und Pfeffer und eine Knoblauchzehe. Zunächst den Mozzarella in kleine Stücke schneiden und in einen Topf geben. Anschließend die Knoblauchzehe schälen, durch eine Knoblauchpresse drücken und zu dem Mozzarella in den Topf geben. Dann das Natron und das Salz und den Pfeffer mit den gemahlenen Mandeln vermischen und in den Topf geben. Nun unterrühren, die Masse erwärmen, bis eine homogene Masse entsteht und sich der Mozzarella vollständig mit den Mandeln verbunden hat. Das kann einige Minuten dauern. Bei mir hat es ca. 5 Minuten gedauert. Die Masse sollte hierbei nicht zu heiß werden. Anschließend die Masse etwas abkühlen lassen. Wenn die Masse nicht mehr so heiß ist, könnt ihr das Ei hinzugeben und mit der Masse verrühren. Dann den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und mit angefeuchteten Händen in eine ovale Form bringen. Kommen wir nun zum Knoblauchaufstrich. Hierfür benötigt ihr folgende Zutaten: 10 Gramm weiche Butter, 1 Esslöffel Petersilie, eine Knoblauchzehe und etwas Salz und Pfeffer. Zunächst die Petersilie klein schneiden. Ihr könnt aber auch gefrorene Petersilie nehmen. Dann die Knoblauchzehe schälen und durch eine Knoblauchpresse drücken und zu der Butter geben. Die gehackte Petersilie und das Salz und den Pfeffer ebenfalls zu der Butter geben. Dann das Ganze gründlich verrühren. Den Knoblauchaufstrich könnt ihr dann mit einem Löffel auf dem Brot verteilen. Das Brot kommt dann bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 18 bis 20 Minuten in den Ofen, bis das Knoblauchbrot goldbraun ist. Wenn das Brot etwas abgekühlt ist, dann könnt ihr es in kleine Stücke schneiden. Am besten schmeckt es, wenn es noch ein bisschen warm ist. Jeder, der Knoblauch mag, wird dieses Knoblauchbrot lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Hier seht ihr noch die ungefähren Nährwerte für ein halbes Knoblauchbrot.